Bitcoin hat ein neues Allzeithoch erreicht und am gleichen Tag sind diverse Kryptos nach oben geschossen. Uniswap um 30%, Arkham um 26%, Ethereum um 16%. Sogar Aktien sind an diesem Tag eskaliert. Wie ich euch versprochen habe, ist die letzte Hürde nun bezwungen. Die Präsidentschaftswahlen sind vorbei und Donald Trump wird der nächste US-Präsident. Und wir befinden uns genau vor einem Bullrun. Jetzt heißt es, man ist dabei oder man verpasst es. Donald Trump wird wieder Präsident, nachdem er Kamala Harris eindeutig geschlagen hat. Am gleichen Tag, als dies verkündet wurde, explodierten die Märkte. Aber weshalb? Trump galt schon lange vorher als der Bitcoin-Präsident. Er selber hat gesagt, dass er USA zum Hotspot der Kryptowelt machen wird und diverse andere Kryptoversprechen getätigt. Umso mehr hat sich die Kryptowelt darauf gefreut, dass er gewinnt. Sein Sieg bedeutet einen Sieg für Kryptos. So sieht es jedenfalls die Mehrheit. Deswegen konnten wir auch ein neues Allzeithoch erleben. Bitcoin ist über $76.000 angestiegen. Wir haben es geschafft. Wieder ein neues Allzeithoch. Das Warten hat sich gelohnt. Das Nachkaufen hat sich gelohnt. Doch der größte Anstieg kommt erst noch. Auch wenn man denkt, dass es jetzt schon stark war. Bitcoin hat gerade mal sein altes Allzeithoch übertroffen. Es wird noch viel weiter steigen in Zukunft. Und während die Präsidentschaftswahl schon beeindruckend war, kamen am Donnerstag auch noch die neuen US-Leitzinsen. Die Leitzinsen wurden gesenkt und somit nochmal die restriktive Geldpolitik gelockert. Perfekt für einen Anstieg der Märkte. Diese Woche war vermutlich die wichtigste im ganzen Jahr. Man konnte förmlich spüren, wie sich alles nun verändert. Während der Kryptomarkt vor den Wahlen sogar stürzte, erreichte Bitcoin in kürzester Zeit neue Höhen. Genauer gesagt stieg es innerhalb von 2 Tagen um fast $10.000. Das ist es, was ich die ganze Zeit gemeint habe. Es kann monatelang still sein, doch es reicht ein kleiner Funke und dann explodiert es nach oben. Ein Bullrun kommt immer dann, wenn man vorher die Hoffnung aufgibt. Immer dann, wenn die meisten schon aufgeben und Rezessionen schreien. Doch das ist der Beweis. Die Panikmacher hatten Unrecht und wir hatten Recht. Der Bullrun wird kommen. Auf diesen Bullrun bereiten wir uns schon seit Jahren vor. Falls ihr es nicht wusstet, wir haben eine Privatinvestitionsgruppe. Jeder, der langfristig ein Vermögen aufbauen will, ist bei uns richtig. Ich habe im Laufe der letzten Jahre unzählige Strategien, Beiträge und Analysen erstellt, wie Investieren funktioniert, sowohl für Kryptos als auch Aktien und ETFs. Ich zeige zudem jeden meiner Käufe oder Verkäufe und erstelle Listen mit guten Investitionen. Wir bereiten uns schon seit einiger Zeit für den Bullrun vor und können jetzt schon starke Steigerungen sehen. Zudem erstelle ich einen eigenen Bullrun-Index, um den Verkaufszeitpunkt nicht zu verpassen im Bullrun. Wer dabei sein will, kriegt auch die erste Woche komplett gratis. Wir freuen uns auf jedes neue Mitglied, egal ob Anfänger oder Fortgeschritten. Der Link zu unserer Gruppe ist unten in der Beschreibung. Ich weiß doch, ihr alle wartet auf den Bullrun, auf den Altcoin Bullrun. Schauen wir uns an, wann der kommen wird. Dazu werden wir wie immer die Daten betrachten. 2020, als es im November auch eine Präsidentschaftswahl gab, war die Bitcoin-Dominanz bei 63%. Momentan liegt die Bitcoin-Dominanz bei 60%. Schon interessant, oder? Wie die Bitcoin-Dominanz fast den gleichen Wert hat im gleichen Monat in einem Präsidentschaftswahljahr. Ich sag doch, alles wiederholt sich. Was ist aber danach passiert? Einen Monat später im Dezember stieg die Bitcoin-Dominanz auf 70%. Und wenn wir uns den Chart ansehen, erkennen wir, dass sich Bitcoin in diesem Monat fast verdoppelte. Wenn die Bitcoin-Dominanz stark ansteigt, heißt das, dass mehr Geld in Bitcoin fließt. In dieser Zeit zeigen Altcoins für gewöhnlich keine starke Rendite. Dies ist aber komplett normal. Ein Bullrun wird immer durch Bitcoin gestartet. Es ist also sehr gut, dass Bitcoin zuerst steigt. Was passiert momentan bei uns? Auch dieses Jahr steigt die Bitcoin-Dominanz stark an. Altcoins zeigen noch nicht eine große Stärke, im Gegensatz zu einigen Ausnahmen. Was wir momentan sehen, ist exakt das gleiche Spiel wie damals. Bitcoin steigt zuerst an. Die Bitcoin-Dominanz steigt. Die Menschen sehen, dass Bitcoin steigt und werden wieder sehr gierig. Nun investieren sie aber nicht in Bitcoin, denn der ist schon angestiegen und das ganze Geld fließt bald in Altcoins. 2020 fiel die Bitcoin-Dominanz ab Dezember rapide. Von 70% stürzte die Dominanz auf 42%. Das war der Altcoin-Bullrun. Doch eins dürft ihr nicht falsch verstehen. In derselben Zeit stieg Bitcoin auch an. Altcoins stiegen aber um einiges stärker. Momentan läuft es also nicht wirklich anders. Die Zeit und die Daten sind praktisch die gleichen. Oft sind viele Anfänger enttäuscht von Altcoins, weil Bitcoin steigt, ihre Altcoins aber noch nicht sehr stark. Dies liegt daran, dass Bitcoin immer zuerst stark ansteigt und danach kommt das große Geld in die Altcoins. Praktisch jeder Bullrun hatte den gleichen Verlauf. Ihr müsst damit leben, dass Altcoins erst später steigen. Dass Bitcoin jetzt stärker steigt, ist ein sehr gutes Zeichen. Er muss weiter und weiter hoch und ab einem Punkt wird alles in die Höhe schießen.
Wenn man wissen will, wohin es geht, sollte man herausfinden, wo man ist. Wenn wir uns den Chart ansehen, erkennen wir einen guten Aufwärtstrend seit dem letzten größeren Sturz im September. Auch hier habe ich Videos erstellt und den Leuten erklärt, dass der August und der September praktisch immer die schlechtesten Monate im Jahr sind. Das hier sind die besten Kaufzeitpunkte. Leider haben viele Influencer das genutzt, um Panik zu verbreiten und Rezessionsängste zu schüren. Ich bin sehr froh, dass ihr nicht darauf reingefallen seid. Denn wie ihr sehen könnt, kommen danach die besten Monate. Also, wo sind wir? Dazu schauen wir uns wieder die Daten an und vergleichen sie. Vor einem Jahr passierte nämlich exakt das Gleiche, auch ab Oktober. Denn dann fing es an, stark nach oben zu gehen. Vergleicht es mal mit heute. Exakt die gleichen Zeitpunkte und in beiden Malen hat es ein neues Jahreshoch erreicht. Wir befinden uns höchstwahrscheinlich in der ersten Phase, dem impulsiven Anstieg. Falls ihr euch fragt, was ich damit meine, ich habe vor einigen Wochen den gesamten Bullrun in Phasen aufgeteilt. Wir befinden uns also genau am Anfang. Danach kommt eine Phase der Turbulenzen, sowohl Käufe als auch Verkäufe. Dies heißt aber nicht, dass der Preis nicht steigen kann. Letztes Jahr stieg es, obwohl es stark abverkauft wurde. Und danach kommt der zweite große Anstieg. Vermutlich wird das noch vor Jahresende sein. Wenn ich also bestimmen müsste, wo wir sind genau am Anfang. Und wenn ihr mich fragt, ob man jetzt noch kaufen sollte, ja, ich denke ehrlich gesagt, man hat nicht mehr viel Zeit. Deckt euch mit den Altcoins ein, die ihr kaufen möchtet und wartet dann geduldig ab, bis die Alt-Season kommt. Wenn es steigt, wird es sehr schnell gehen. Ich meine, Uniswap ist innerhalb von einem Tag um 30% angestiegen. Stellt euch mal vor, wenn eine Alt-Season beginnt, die mehrere Wochen und Monate andauert. Eure Altcoins werden eskalieren. Ein Bullrun dauert für gewöhnlich zwischen 4 bis 6 Monate an. Es gibt Ausnahmen, jedoch betrachte ich immer den Anfang des Anstiegs und das Ende. Als es 2020 anfing im Oktober, erreichte Bitcoin im April sein neues Allzeithoch, also 6 Monate. Danach stürzte es um 50% und Altcoins bis zu 80%. Auch wenn es danach nochmal stark anstieg, dauert es vorher 6 Monate. Wenn wir uns auch mal den Anstieg Ende 2023 ansehen, erkennen wir, dass er auch ungefähr um die 4 bis 6 Monate andauerte. Es fing im Oktober an und endete im April, also 5 Monate. Hier haben wir aber nur Bitcoin betrachtet. Wann explodieren die Altcoins? Hier scheiden sich die Meinungen und leider haben wir auch nur 2 bis 3 Datenpunkte, da wir noch nicht so viele Bullruns hatten. Jedoch hat sich eins bemerkbar gemacht. Die Bitcoin-Dominanz fängt dann an stark zu fallen, wenn ein neues Allzeithoch erreicht wird. Wir konnten sogar diese Woche das gleiche sehen. Als Bitcoin sein Allzeithoch brach, stürzte die Bitcoin-Dominanz kurzfristig sehr schnell. Denn in dieser Zeit eskalierten Altcoins. Bitcoin verlor 1% Dominanz in ein paar Stunden. Wir sehen also, dieser Effekt macht sich auch diesmal wieder bemerkbar. Damit aber Altcoins längere Zeit eskalieren und nicht nur für ein paar Stunden, muss Bitcoin weiterhin steigen. 2020 stieg Bitcoin von $20.000 auf über 60.000. Während der Bitcoin-Preis sich also verdreifachte, verlor Bitcoin 30% an Dominanz. Verrückt, oder? Hier merkt man erst, wie viel Geld in die anderen Kryptos gegangen sind. Ab dem Zeitpunkt, an dem die Bitcoin-Dominanz stark abnimmt, weiß man, dass der Bullrun in vollem Gange ist. Interessanterweise findet die Bitcoin-Dominanz im Bullrun den Boden immer um den 40%-Bereich. Sowohl 2018 als auch im letzten Bullrun fiel die Bitcoin-Dominanz auf ungefähr 40%, bis es dann anfing zu crashen. Wenn also die Dominanz abnimmt, würde ich warten, bis wir nahe der 40%-Zone sind und dann aber schnell verkaufen. Ein Bullrun dauert wirklich nicht lange. Glaubt mir das. In den letzten Jahren war es meine Aufgabe, euch zu motivieren, euch zu beschützen vor den Panikmachern. Dieses Mal werde ich euch aber vor der eigenen Gier beschützen müssen. Vertraut mir, jeder ist im Bullrun im Plus, die wenigsten sind es danach. Ich habe mit euch 3 Jahre durchgehalten, gekauft, geduldig gewartet und niemals den Glauben an den Bullrun verloren. Während die anderen jede Woche ihre Meinung geändert haben, habe ich seit 3 Jahren das gleiche gesagt, dass der Bullrun kommen wird. Ende 2024 und 2025. Ihr müsst nicht mir glauben, glaubt meinen Videos. Es ist nicht einfach, monatelang, geschweige jahrelang zu warten, all diese Stürze mitzuerleben und dennoch nicht aufzugeben. Das Leben ist leider nicht fair. Doch eins weiß ich, mit Investieren kann jeder über längere Zeit ein Vermögen aufbauen. Nicht alle werden es schaffen, doch diejenigen, die geduldig sind, werden mit der Zeit mehr und mehr Vermögen aufbauen. Und dieser Bullrun ist nicht das Ende, es ist der Anfang von eurer Geschichte. Ihr werdet mit diesem Bullrun euer Vermögen erhöhen und danach weiter investieren. Der Stein rollt, sorgt dafür, dass er nie wieder stehen bleibt.
Und wenn ihr auch wie ich langfristig investieren wollt, dann würde ich euch gerne in unsere Gruppe einladen. Ich habe eine private Investitionsgruppe mit mehreren hundert Mitgliedern, die sich täglich über Kryptos, Aktien und ETF austauschen. Zudem mache ich exklusive Videos, die nicht auf YouTube gezeigt werden. Wenn ihr wie ich langfristig investieren möchtet, ist das mit Abstand die beste Gruppe für euch. Meine Käufe und Verkäufe, meine Strategie und diverse Kauflisten von sehr guten Anlagen sind enthalten. Jeder, der es ausprobieren möchte, kriegt die erste Woche komplett gratis. Wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne bleiben. Und zudem ist es jederzeit kündbar. Bis später!